Hallo, ich bin Letizia und ich freue mich tatsächlich jetzt sehr, diesen Slam hier eröffnen zu können. Ich habe dafür zwei Texte mitgebracht und ich dachte, so dramaturgisch ist es vielleicht ganz clever, ein bisschen ruhiger anzufangen und im besten Fall entlasse ich euch am Ende auf dem Gipfel der Euphorie. So viel aber auch erstmal Organisatorisches. Habt ihr bis hierhin Fragen? Nein, super. Dann können wir direkt starten und zwar mit einem kleinen Gedicht. Und dazu muss ich noch etwas sagen, wenn ich nicht auf Bühnen stehe und Sachen performe, dann gebe ich auch Workshops im kreativen Schreiben und Performen. Und diese gesamte Arbeit, die ich mache, die basiert eigentlich bei mir auf dem Glauben daran, dass Sprache für mich etwas sehr, sehr Heilsames und Verbindendes hat. Und ich glaube auch irgendwie ein bisschen daran, dass wir Menschen wie Schwämme sind, die einfach nur für sich selber rausfinden müssen, wie sie sich am besten ausdrücken können. Und das ist auch immer das, was ich bei diesen Workshops gerade versuche zu vermitteln. Und das Schöne ist, ich gebe nicht nur viel Input rein, sondern bekomme auch sehr viele berührende und auch witzige Sachen von den Teilnehmenden zurück. Ich weiß, ich hatte einmal einen Workshop mit 8-jährigen Jungs, die so gar keinen Bock hatten, irgendwas zu schreiben. Und ich habe jetzt eine kleine Übung am Anfang gemacht, wofür ich Gegenstände im Raum gesammelt habe, in eine Tüte getan habe und das Oberthema Liebe vorgegeben habe. Und die Aufgabe war es quasi, sich einen Gegenstand rauszuholen und einen Vergleich zu dem Thema zu finden. Und dann kam da dieser Junge hin, der keinen Bock hatte, griff so in diese Tüte, zog eine Tasse raus, aus der man Kaffee trinkt und sagte einfach nur sehr trocken, die Liebe ist wie Kaffee. Wenn man es zu lang stehen lässt, schmeckt es scheiße. Junge, du bist 8. Was hat dich so zerstört? Aber naja, er hat eine Sache mega gut dabei gemacht. Und zwar, er hat verdichtet. Er hat mit wenig Worten sehr, sehr viel gesagt. Und es gibt eine Person in meinem Leben, die mich sehr inspiriert hat für mein Schreiben, die auch sehr gut verdichtet hat. Und das ist Erich Kästner. Ich glaube, viele Leute kennen Erich Kästner, was viele aber auch nicht wissen, er hat sehr viele Geschichten geschrieben und aber auch Gedichte. Und zum Beispiel die Lyrische Hausapotheke ist ein Buch, was ich jedem empfehlen kann. Da geht es ein bisschen darum, dass es ein Buch ist, das sich dem Innenleben widmet. Und das Inhaltsverzeichnis ist auch schon so aufgebaut, dass es nach Gefühlszuständen geht. Also das heißt, wenn die Liebe verloren ging, liest auf Seite da und da. Wenn du glücklich bist, liest da und da. Wenn du dein Portemonnaie verloren hast, ist einfach scheiße. Und ich habe quasi eine Hommage an Erich Kästner geschrieben, die sehr viele Referenzen auf dieses Buch hat und aber vor allen Dingen um die Kraft der Sprache geht. Das Mutmachgedicht. Du sagtest, Geschichten lägen auf der Straße und hobst sie lächelnd dabei auf, brachst den Fokus der grauen Masse und ließest den Worten ihren Lauf, der Klang messerscharf. Die Kraft tragend schön aus Buchstaben gesponnene Spinnenweben, die Welt einfach neu anzusehen. Gerade wenn der Blick sich verengt, im Dunkeln, Pupillen klein, dann lenkst du den Fokus der tiefen Schärfe auf jedes minimalistischste Detail und eröffnest einen Lichtblick, in dem das Komplexe sachlich bleibt und die Schwere durch etwas Leichtes bittersüß beschreibt. Durch Geschichten und Gedichte. Für jedes Alter, zu jeder Zeit, von denen der Zeitgeist noch berichtet, ohne dass es veraltert scheint. So trugst auch du mich durch mein Leben, als ich am kleinsten war, dann kleiner, jetzt nur noch klein, von den Detektiven über den Moralisten bis hin zur lyrischen Hausapotheke, du bist vor mir gegangen, doch ließ mich zu keiner Phase allein. Du lebtest zu einer Zeit, für die es jetzt anmaßend wäre, wenn ich jetzt hier beschreibe und detailliert erkläre, wie du dich wohl fühltest, als alles in Flammen stand. Die Welt, deine Werke, die Menschen. Ein Leben bleibt schlicht ein Rätsel. Niemand blickt einem hinters Gesicht, weder ich noch sie noch sonst, wer weiß, wie arm oder reich du bist. Doch wenn mir der Mut einmal weicht, wie die Sonne dem Schatten, wenn meine Ängste wachsen wie Neurosen im Garten, wenn meine Hoffnung verwelkt, wie das Laub am Baum, wenn meine Kraft zerfällt, wie am Morgen ein Traum, dann nehme ich dich beim Wort. Was du schriebst und hinterließ, dann flieh ich zu dem Ort, an dem es keinen Morgen gibt, sondern nur die Geschichten, an und für sich, und all die Gedichte unter dem Strich, die da waren und noch sind, obwohl du schon nicht mehr bist, die nicht fragen, sondern finden.
Und was man viel zu oft vergisst, ist doch der gemeinsame Nenner, der uns alle vereint. Wie ein einsamer Kämpfer, der vor Lachen laut weint und dennoch die Worte findet für das, was gerade unsagbar ist und damit wieder verbindet, was ich am Menschen vermiss. Denn es gibt so viel Schlechtes, außer man lässt es. Und was lange währt, das wird irgendwann gut. Dumm ist leicht erklärt, wenn man gar nichts tut. Denn was wächst, das reift und legt sich bereit von allem. Was dazwischen bleibt, gedeiht doch zart eine Knospe und sie tänzelt im Wind. Doch nur Geduld, etwas Schönes beginnt, meist leise, im etwas kleineren Kreis und entfacht seine Wirkung alles zu seiner Zeit. Und was ich jeden Menschen wünsche, wenn es beengend dunkel wird, dass er für sich etwas findet, was die Beklemmung sanft entwirrt und etwas Geduld, gut dosiert, mit sich selbst und dieser Welt, dass man alles so lange probiert, bis man weiß, was einem gefällt. Und für mich ist es nicht nur Kästner, es sind die Worte, die man beschreibt, in denen ich mich neu verorte und damit nicht alleine bleibe, denn oft ist man gar nicht alleine mit dem Gefühl, das einem lenkt. Oft braucht jeder auf seine Weise jemand, der es als genau das benennt. Und das beginnt doch schon im Alltag. Es braucht nicht immer eine Geschichte oder ein Gedicht. Es braucht ein von Lippen getragenes Verständnis, das dich aufwärmt, wenn es spricht. Oder wach ist, wenn man selbst ermüdet, genauer hinschaut und einen hält. Denn wir sind doch alle ziemlich klein in dieser chaotischen, großen Welt.